Liebe Zuschauer, es ist angerichtet. Heute kommentieren für Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Arsenal. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie spielen im 4-3-3 mit zwei Flügelstürmern. Und da haben wir die Startformation von Arsenal. Sie spielen es offensiver heute im 4-5-1. Anfield ist wohl für viele, mich eingeschlossen, Buschi, der Inbegriff von Fußballtradition in England. Wer hier einmal den FC Liverpool erlebt hat, vergisst es nie wieder. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese besondere Magie erhalten bleibt, wenn in den nächsten Jahren der Umbau vollzogen ist. Wie in so vielen Arenen geht es um Modernisierung, um mehr Plätze, denn davon wird es dann 60.000 geben. Buschi, was sagst du zu Arsenal? Und so langsam wird es hier allen bewusst, dieses Jahr ist der Titel drin. Wir sind schon über die Hälfte der Saison hinaus und sie haben nach wie vor beste Chancen auf die Meisterschaft. Nacho Monreal, Ramsey, Ibe, Klein. Emre Can, Milner. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Jetzt Alexis Sanchez. Das könnte gefährlich werden. Der Ball kommt. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Und jetzt ein Schuss. Er hält ihn nicht. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Schauen wir uns das Tor von Arsenal nochmal an. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Und nach 11 Minuten haben wir hier den ersten Treffer. Klein. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gute Flanke. Super Aktion, gut geklärt. Jetzt Alberto Moreno. Und Lallana. Benteke. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter und so kann er ihn nicht platzieren. Nacho Monreal. Ramsey. Das war einfach und er hat den Ball. Milner. Nun Alberto Moreno. Nun Lallana. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Oxlade-Chamberlain. Özil. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da kommt der Schuss. Und das ist der Ausgleich. Nicht. Unglaublich. Den hatten hier alle schon drin gesehen. Ramsey. Schöne Flanke. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Nun Firmino. Nun Lallana. Zulässig mit der Hacke. Der Ball ist weg. Und nun Alexis Sanchez.
Schöner Pass. Er zieht ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Es gibt Ecke. Özil. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Tor für Arsenal. Da ist er mal vorne und da trifft er auch noch. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Benteke. Milner. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Özil. Von ihm wird heute viel abhängen. Er muss nach vorne Akzente setzen. Mesut Özil, ein Künstler am Ball, ein Perfekt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Özil! Macht er ihn! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Benteke. Und Lallana. Nun Alberto Moreno. Der Ball kommt gut. Da geht die Fahne hoch, also... Ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung noch mal anschauen. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber Sie müssen weiter konzentriert bleiben. Bist du bislang zufrieden mit Özil heute? Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Und Lallana. Jetzt Alberto Moreno. Tolle Flanke. Benteke. Und der Torhüter ganz sicher. Wiltshire. Er steht gut und hat den Ball. Milner. Emre Can. Und jetzt der Schuss. Etwas tiefer und der Ball ist drin. Hector Bellerin. Oxlade-Chamberlain. Und Wiltshire. Da geht er gut dazwischen. Alberto Moreno. Klein. Ibe. Kolo Touré. Jetzt Alberto Moreno. Einwurf. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Und damit ist der Ball weg. Ramsey. Und die Chance, aber nein, er gibt abseits. Substitution. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter.
Leider keine so gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Klein. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Der Ball wurde gut weggefaustet. Kolo Touré. Den Ball kann er abfangen. Oxlade-Chamberlain. Alberto Moreno. Und er schießt. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Hector Bellerin. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jack Wilshere jetzt. Jetzt Mesut Özil. Da kommt der Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und Alberto Moreno. Jetzt ist die Kugel weg. Er versucht's. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und der Eckball kommt von Özil. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Oxlade-Chamberlain. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Touré. Alberto Moreno. Allen. Mesut Özil am Ball. Lukas Leiva. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Ein toller Erfolg für sie über den ganz großen Rivalen. Der tut richtig gut. Und das werden sie in den nächsten Tagen auch in der Stadt merken. Die Fans sind ja gerade nach Siegen in diesen Duellen mehr als nur dankbar. Wie fandst du heute die Leistung von Mesut Özil? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.